Millionen Rentner warten. Wer hat denn überhaupt Anspruch auf die Extra-Rente, Rentenzuschlag bis 7,5%, den es ab 1. Juli 2024 geben soll? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema Extra-Rentenzuschlag zum 1.7.24 kocht wirklich aktuell richtig hoch. Wir bekommen auf rentenbescheid24.de ganz viele Anfragen zu diesem Thema. Wir schaffen es gar nicht, die Einzelanfragen alle zu beantworten. Deshalb habe ich mich entschlossen, hier nochmal eine ganze Serie an Videos und an Videos zu drehen und auch Textbeiträgen zu diesem Thema zu veröffentlichen, damit Sie auf dem aktuellen Stand sind und damit Sie sich auch auf rentenbescheid24.de, auf der Internetseite und auf unserem YouTube-Kanal aktuell informieren können. Ja, meine Damen und Herren, wir starten einfach mal. Wer hat denn eigentlich Anspruch auf diesen Extra-Zuschlag? Auch da habe ich mir wieder eine kleine Folie oder eine kleine PowerPoint-Präsentation für Sie vorbereitet. Ich hoffe, Sie können es gut lesen. 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner sollen ja Zuschlag bis 7,5% ab dem 1. Juli 2024 bekommen. Und zwar die Kernaussage ist die: Rentner erhalten den Zuschlag bis 7,5%, deren EM-Rente in der Zeit von 2001 bis einschließlich Dezember 2018 begonnen haben. Damit ist auch die Frage beantwortet, dass Rentnerinnen und Rentner, deren EM-Rente nach dem Dezember 2018 begonnen hat, keinen Anspruch auf den Zuschlag haben. Aber auch die Leute oder die Betroffenen, die vor 2001 schon eine EU-Rente bekommen haben, damals alte EU-Rente oder alte BU-Rente bekommen haben, die bekommen auch diesen Zuschlag so nicht. Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber im Allgemeinen ist das die Regel. Also, meine Damen und Herren, und jetzt kommt das ganz Entscheidende. Gezahlt wird aber der Zuschlag nur dann, wenn am Stichtag, das merken Sie sich bitte, Stichtag 30. Juni 2024, Anspruch auf die folgenden Renten bestand oder besteht. Und zwar eine Rente wegen Erwerbsminderung, die in der Zeit vom 01.01.2001 bis 31.12.2018 begonnen hat. Wenn am Stichtag 30.06.2024 eine Rente wegen Alters besteht, die sich unmittelbar an eine EM-Rente angeschlossen hat, welche in der Zeit von Januar 2001 bis Dezember 2018 begonnen hat. Das heißt also die nachfolgenden Altersrenten. Ja, es gibt also Leute, die haben am 01.06.2014 eine EM-Rente bekommen und bei denen hat dann die Altersrente am 01.01.2019 begonnen. Die sind von diesem Thema oder von diesem Fallbeispiel umfasst. Dann am Stichtag 30.06. 2024 eine Hinterbliebenenrente besteht oder gezahlt wird, die sich entweder an eine EM-Rente anschließt, die zwischen 2001 bis 2018 begonnen hat, oder sich an eine entsprechende Altersrente anschließt, die unmittelbar nach der EM-Rente, die wiederum zwischen 2001 bis 2018 begonnen hat, sich anschließt. Das ist dann die nächste Fallgruppe. Und dann haben wir noch ein paar Nettigkeiten an Renten, die am Stichtag 30.06. Gezahlt werden müssten. Es ist eine Hinterbliebenenrente, die in der Zeit von 2001 bis Dezember 2018 begonnen hat und der verstorbene Ehepartner unmittelbar vor der Hinterbliebenenrente keine eigene Rente bezogen hat und am Todestag höchstens 65 Jahre und 8 Kalendermonate alt war. Und ein am 30.06.2024 eine Hinterbliebenenrente gezahlt wird, die in der Zeit vom Januar 2001 bis Dezember 2018 begonnen hat. Erziehungsrenten sind Erwerbsminderungsrenten, meine Damen und Herren. Und, oder sie werden wie Erwerbsminderungsrenten bezahlt, sie sind an sich eigentlich Renten wegen Todes. Oder am 30.06. eine Altersrente gezahlt wird, die sich unmittelbar an die Erziehungsrente angeschlossen hat, die in der Zeit vom Januar 2001 bis Dezember 2018 begonnen haben muss.
Das alles sind die Fallgruppen, meine Damen und Herren, die von dem EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz mit Stand 28. Juni 2022, da ist das ganze Ding sozusagen beschlossen worden und final auch im Bundesanzeiger veröffentlicht worden, erfasst sind. Die entsprechenden Paragraphen werden wahrscheinlich bald hier in das SGB VI eingefügt werden. Ich habe auch mit Stand 6.6.2024 da nochmal reingeguckt. Die gibt es immer noch nicht abgedruckt, weil das Gesetz erst zum 1.7.2024 in Kraft tritt. Meine Damen und Herren, das soll es also sozusagen erstmal für Sie gewesen sein. Jetzt wissen Sie auch, welcher Personenkreis Anspruch auf diesen Extrazuschlag an Rente bis 7,5% hat. Meine Damen und Herren, nicht zu verwechseln, der Extrazuschlag bis 7,5% hat nichts mit der allgemeinen Rentenerhöhung von 4,57% zu tun, den ja sowieso auch alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ab dem 1.7.2024 erhalten. Dieser Extrazuschlag bis 7,5% betrifft nur eine ganz spezielle Personengruppe, rund 3 Millionen EM-Rentnerinnen und EM-Rentner de facto im Bestand, deren Renten bis 2018 begonnen haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.